Wir werden in Stumble Guys heute gewinnen, ohne uns zu qualifizieren. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Wir dürfen nicht ins Ziel reingehen, sondern müssen reingeschubst werden, reingeboxt werden oder sonstiges. Wenn wir eine Elimination Map bekommen, dürfen wir einfach keine Emotes einsetzen und müssen somit die Runden gewinnen. Werden wir das Ganze schaffen? Okidoki, bevor wir aber reingehen, müssen wir natürlich immer das kostenlose Glücksrad drehen. Ich bin so gespannt, Leute, ob wir diese Challenge schaffen werden. Das wird echt nicht easy. Aber ich werde auf jeden Fall... Als ob... Ey, Mann. Ich hätte mich sowas von geisteskrank gefreut, wenn wir jetzt hier tatsächlich den Special Skin bekommen hätten. Sage ich euch Real Talk. Und das Krasse ist, wir werden das Ganze tatsächlich in Ranked machen. Alter, wir bekommen die erste Map Honey Job. Also, das heißt, wir dürfen keine Emotes tatsächlich einsetzen. Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, dass wir die erste Runde gewinnen in Ranked ohne Emotes. Okay, das ist die erste Elimination Map. Ich dachte jetzt, wir bekommen am Anfang tatsächlich eine Race Map, aber nein. Wir bekommen eine Eliminationes. Elimination Map. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt nochmal gucken hier. Der Typ scheint ganz gut zu sein. Okay, der ist runtergefallen. Nice. Ah, okay, okay, okay. Das gewinnen wir. Komm. Schaffen wir den Sprung? Boah, nice, Seville. Sehr, sehr schön, Seville. Warum rede ich mit mir selber? Okay. Jetzt ganz entspannt runter. Ja, 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 ja. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Okay, ich glaube, das kriegen wir jetzt hin, wenn ich keinen dummen Fehler mache. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Warte mal. Ich gehe mal hier runter. Boah. Oh mein Gott. Okay, das wird schwer. Nein. Nein. Nein, die erste Ranked-Runde haben wir verloren. Wir haben verloren. Nein, ich bin zu dumm. Ey, Mann. Okay, jetzt sind wir in normalen Runden drin. Ich wollte einmal Ranked probieren. Aber ich glaube, weil ja Ranked nur eine Runde ist, macht das nicht so viel Sinn tatsächlich. Deswegen machen wir jetzt die normalen Runden. Und jetzt gucken wir mal. Also es sieht zum Beispiel gerade ganz gut aus. Wir sind ganz weit vor... Er hat mich einfach erwischt, der Assi. Er hat mich erwischt. Nein, ich krieg nicht die gute Seite hier. Okay, 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 okay. Nicht runterfallen, Bro. Nicht runterfallen. Seville, nicht runterfallen. Nein, 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 nein. Warum erwischt er mich? Denkt ihr, die tun mich reinschieben? Wir dürfen halt nicht ins Ziel, ne? Wir müssen reingeschoben werden. Okay, ich bin Erster. So. Bitte schieb mich rein. Ich gehe jetzt einfach vors Ziel. Ich hoffe, dass mich jemand irgendwie umarmt oder so jetzt. Ich darf nicht ins Ziel. Schieb mich rein. Hier, schieb mich rein. Ja, ich habe nichts gemacht, er hat mich reingehauen. Nice one, Freunde. Oh mein Gott, das wird schwer. Icy Heights? Wie sollen wir hier ins Ziel geschoben werden? Oh, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob das klappt jetzt. Ich muss auf jeden Fall wieder Erster werden. Das ist halt A und O. Aber es sieht gut aus, wir sind ganz entspannt Erster. Wenn wir Erster sind, müssen wir irgendwie vorm Ziel warten. Und dann muss uns irgendwie einer reindrücken, aber es wird schwer, weil die meisten fliegen halt direkt rein. Ja, okay, wir sind hier. Okay, jetzt muss mich einer rein, rein. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Tut mich rein, hier, hier, hier. Oh, er hat mich geschuckt. Ich mach nichts. Ich hab nichts gemacht, ihr habt's gesehen. Ich bin nur in seine Richtung gelaufen, dadurch hat er mich geschuckt. Alter, war das close. Huh, okidoki, bis zu dem Finale. Wenn wir jetzt Glück haben, bekommen wir eine Elimination Map. Weil, dann dürfen wir halt nur keine Emotes einsetzen. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir da gewinnen. Okay, let's go. Oh mein Gott, yes. Wir bekommen eine Elimination Map. Und tatsächlich ist es eine meiner Lieblings-Elimination Maps. Und zwar Lava Land. Keine Emotes einsetzen. Ich muss jetzt einfach nur von den Leuten fernbleiben. Die, wo jetzt mich boxen wollen, denen muss ich irgendwie aus dem Weg gehen. Irgendwie muss ich den aus dem Weg gehen. Jetzt gucken wir mal. Ich hab halt echt... Ja, okay, okay, okay. Er setzt schon mal die Blitze ein. Oh, ich hab so Schiss, Leute. Ich hab Real Talk Schiss. Aber jetzt mal gucken. Komm, 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 komm. Ich muss jetzt mal beobachten, wer Emotes einsetzt. Ich gehe auch nicht... Ja, okay. Nein. Bro, er hat mich fast erwischt. Er hat meinen Zehennagel erwischt. Habt ihr gesehen? Er hat meinen Zehennagel erwischt. Mein Zehennagel ist einfach weggeflogen. Oh mein Gott, wieder auf mich. Oh, der setzt schon mal das Herzchen-Emote ein. Er ist runtergefallen, nice. Jawohl, der heilt schon mal weg.
Das war der Doofmann, der uns mit dem Blitz nämlich treffen wollte. Okay, jetzt gucken wir mal. Der hat halt auch was eingesetzt, ne, der Typ. Ich hab ein bisschen Schiss vor dem. Okay, das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Komm, 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 komm. Das könnte der... Jawohl, der Feuerwehrmann ist auch draußen. Tschüssi, Feuerwehrmann. Das Alien ist auch raus oder der Alien. Keine Ahnung, wir machen's nicht und wir haben gewonnen. Let's go, ich glaub's ja nicht. Wir haben die allererste Runde gewonnen. Ey, Leute. Real Talk, es hat funktioniert. Oh mein Gott, ey. Wenn wir jetzt die nächste Runde gewinnen, dann fress ich ja den Besten, als ob wir das jetzt nochmal schaffen. Wir haben es geschafft. Let's go, Alter. Nächste Runde, Lost Temple. Ey, das hat so gut funktioniert gerade, ne? Ich glaube, wir kriegen es nochmal hin. Schauen wir mal. Okay, warte mal. Nein, 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 nein. Ey, lass mich durch. Lass mich doch durch. Nein, 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 das war dumm. Jetzt haben wir es. Okay, sehr schön. Let's go. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus. So, zack. Bitte, 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 bitte. Wir müssen Glück haben, dass wir einen guten Gegner haben, der uns auch wieder reinschiebt. So. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Nein, 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 nein. Okay, warte. Einfach stehen bleiben. Box mich rein, box mich rein, box mich rein. Box mich rein. Einer muss mich reinboxen, bitte. Hallo. Reinboxen. Ja, jawohl. Danke fürs Reinschieben. Kuss geht raus, danke. Okay, erst die zweite Map ist Lavaland. Das sind wir ein bisschen... Oh, die setzen viele Emotes ein. Yep, 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 yep. Ihr habt es gesehen. Haben gerade, glaube ich, 2 oder 3 Leute instant den Emote eingesetzt. Ja. Okay, die hat komplett aufgegeben. Die ist einfach schwimmen gegangen in Lava, stark. Ja, okay, die setzen viele Emotes ein. Das sind kleine Assis. Mhm. Kick-Emote, Blitz-Emote. Das wird nicht so einfach. Ich darf ja keine Emotes einsetzen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, okay, okay. Das sieht sehr, sehr nice aus. Nur noch einer. Nur noch einer, bitte. Nein. Yes! Wow, das war so close. Wir wären fast rausgeflogen, Junge. Das Finale ist Blockdash. Wir können wieder gewinnen. Da bin ich mir safe, safe, sehr, sehr sicher, Leute. Dass wir das Ganze gewinnen können. Ich sage euch, wie es ist. Oha, Bro, wie viele Blitz-Emotes setzen die ein? Gleichzeitig haben die es einfach gemacht. Ich darf halt nichts einsetzen. Das war jetzt aus Versehen, sorry. Das bringt mir ja eh nichts. Er hat auch das Schild am Start. Der heult, Junge, was heulst du? Ja, okay. Ich glaube, der Pinguin ist ein bisschen assi. Und der andere, die wollen uns auf jeden Fall holen. Ja, ja. Das sind richtige Assi-Spieler, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Es sind erst 2 Leute rausgeflogen. Das sind kleine Schwitzerli. Schwitzerli. Okay, jetzt geht's los. Nein. Nein, nein. Ich... Dummkopf! Nein! Mann, ich bin so blöd. Warum gehe ich so ran? Das war so blöd. Sevelino, Mann. Da kann ich mich aufregen. Warte mal. Das geht doch auf der Map gar nicht. Weil wir fliegen ja in die Map rein. Wie sollen wir in die Map reingehen? Wir müssen hoffen, dass uns jemand in diesen grünen Strahl reinhaut. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, wir fliegen jetzt raus, oder? Das können wir ja gar nicht... Bro, das können wir ja gar nicht schaffen. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Okay, jetzt gucken wir mal. Aber ich meine, wie sollen wir reingeschoben werden? Das wird schwer. Das wird sehr, sehr schwer. Wir gucken jetzt mal, ob wir es irgendwie vielleicht hinkriegen. Weil ich weiß halt da vorne das Ziel. Ihr wisst ja, wie das ist. Bei dem Ziel geht es ja darum, reinzufliegen. Man muss ja durch so einen Strahl rein. Und dann wird man ja reingehauen. Deswegen wird es jetzt gar nicht so einfach werden. Ich glaube, wir kriegen hier nicht hin. Nein, wir gucken jetzt mal. So. Boom, ab nach vorne. Wichtig ist, dass wir ganz weit nach vorne, dass wir ganz weit vorne sind. Weil dann haben wir die Möglichkeit, irgendwie das vielleicht hinzukriegen. Aber es wird ultra schwer. Das wird geisteskrank schwer, Digga. Okay, jetzt gucken wir mal. Wobei, nein, das ist doch nicht die Map. Oder? Ah, doch, es ist die Map. Aber warte mal, doch,
Das funktioniert trotzdem. Doch, das geht vielleicht. Warte, warte, warte. Oh ja! Oder? Haben wir... Also ich bin vor der Linie stehen geblieben und irgendwas hat uns reingezogen. Das ging automatisch. Ich bin nicht reingelaufen. Real Talk, Freunde. Ich bin nicht reingelaufen. Irgendwas hat uns reingezogen. Wir sind nicht durch die Ziellinie gegangen. Das heißt, es hat doch funktioniert, weil uns irgendwas reinzieht. Aber dafür können wir ja nichts. Oder hat uns irgendwas getroffen? Ich weiß gerade gar nicht. Das ist echt kurios. Okay. Okay, gut. Ja, und wie sollen wir das hier schaffen? Das ist doch unmöglich, oder? Wieso wird denn hier ins Ziel reingeschoben werden? Oh mein Gott, Leute. Also ich glaube, jetzt ist es wirklich soweit. Jetzt haben wir keine Chance mehr. Das ist unmöglich. Ey, Mann. Weil wir springen doch ins Ziel rein hier. Soweit ich weiß. Ich mache jetzt hier keine Tricks, Leute. Weil bevor ich den Trick jetzt verkacke, ist es nicht gut. Jetzt schauen wir mal. Oh, Mann. Warum bekommen wir die Map? Es ist so gemein von StumbleGuys, dass wir die Map bekommen. So, ich bin auf jeden Fall gerade... Oh, WTF, wie krass ist der Typ da vorne? Wir sind gerade Vierter. Okay, jetzt sind wir... Ja, wir sind noch immer Vierter. Das sind gute Leute hier. Ich muss mich von jemandem erwischen lassen. Ich habe eine Idee. Wir müssen uns in der Luft von jemandem erwischen lassen. Dann können wir vielleicht ins Ziel kommen. Jetzt sind wir, glaube ich, Dritter. Aber wie sollen wir das hier hinkriegen? Ich lasse mir was einfallen. Irgendwie kriegen wir es vielleicht hin. Ich muss aufs Jump-Pad drauf und hoffen, dass mich jemand trifft. Ja, hier jetzt. Mich muss jemand treffen. Ich kann sonst nicht ins Ziel. Mich muss irgendjemand treffen. Bitte trefft mich. Bitte trefft mich. Trefft mich. Oh nein. Komm schon, nein. Komm schon, trefft mich. Leute, einer... Okay, einer muss mich treffen, sonst bin ich jetzt rausgeflogen. Ich darf nicht rein. Nein. Das meine ich. Es ist... Da ist es unmöglich. Easy. Das wird sowas von easy. Die Map kennen... Ey, Junge! Die Map kennen wir. Die Map kennen wir. Und wir wissen auch, wie wir im Ziel uns verhalten müssen, damit wir reingeschubst werden. Ich hoffe es mal zumindest. Oder wir müssen warten. Nice. Oh Gott. Es war gerade eine Millisekunde, bis wir draufgegangen wären. Ja, wenn wir so Maps bekommen wie Waterpark Slide oder so, wird es ganz, ganz schwer. Aber das müssen wir easy hinkriegen. Wir sind Erster. So, zack. Okay, das sieht sehr gut aus. Nice, kleinen Boost noch bekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich durch, bitte. Okay. Kann mich einer reinschieben jetzt? Ich warte hier vorm Ziel. Bitte einer reinschieben. Ich mach nix. Ich mach nix. Meine Hände sind hier. Yes! Let's go! Let's go! Ja, genau. Wir bekommen eine der schlimmsten Maps, die jemals in StumbleGuys rausgekommen sind. Aber mein Skin passt dazu. Der Skin ist gut dafür. Als ob ich es gewusst hätte, dass wir die Map spielen. Aber jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie hier das Ziel ist. Müssen wir reinfliegen? Nein, nein, nein. Ich glaube nicht, dass wir reinfliegen müssen. Ich glaube, das Ziel hier war... normales Ziel. Boah, wir sind gut. Okay, wir sind richtig gut dabei. Nice. Bro, wir rasieren ja richtig, Leute. Alter. Ich habe noch nie so gut auf der Map gespielt, sage ich euch ehrlich. Also, wir sind ja nicht so schlecht in StumbleGuys. Wir sind eigentlich relativ gut. Aber bei der Map habe ich immer übel schlecht gespielt. Aber es sieht voll gut aus. Alter. Profi. Ich wurde zum Profi gerade. Let's go! Ey, ich bin gebackt! Oh mein Gott. Was ist hier denn los? Jawohl, das ist ein Easy-Ziel. Okay. Warte mal, wir bleiben hier stehen. Hä? Ich bin gar nicht ins Ziel gelaufen. Und ich habe mich qualifiziert. War da eine unsichtbare Barriere? Ey, ihr habt selber gesehen, ich bin nicht durchs Ziel gelaufen. Ey, wir finden hier ganz neue Sachen in StumbleGuys. Man muss also nicht durchs Ziel laufen, um sich zu qualifizieren, oder was? Was ist denn hier los? Und das Finale für heute ist meine Lieblingsmap. Laser Tracer. Ohne Emotes, das wird ein Easy Win. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, raste ich komplett die Tutti Frutti aus. Das kannst du keinem erzählen. Überhaupt nicht.
Jetzt gucken wir mal. So, okay, okay, okay. Das wird easy. Das wird sehr, sehr easy. Jetzt schauen wir mal. 3 von 7 sind schon mal rausgeflogen. Mhm, mhm, mhm. 3 von 7 sind weg. Okay, ich hoffe, gleich sind es 4 von 7. Hoffen wir mal. Okay. Also ich muss sagen, die Challenge war sehr, sehr cool, muss ich sagen. Aber in manchen Maps ist es halt nicht möglich, ne? Da ging es halt nicht. Oh, er sagt Hi und fliegt raus. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, bei der Challenge hier dabei zu sein, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ganz, ganz wichtig. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was für andere Games ihr sehen wollt, außer StumbleGuys. Vielleicht können wir ja nochmal was anderes bringen. Schreibt es mal gerne rein, würde mich sehr interessieren. Dann kann ich auch jeden Tag Videos hochladen, weil in StumbleGuys kann ich nicht jeden Tag ein Video hochladen, weil es schwierig ist. Weil jetzt kommen ja nicht immer neue Sachen raus oder ich muss mir eine coole Challenge überlegen. Oder ich finde halt eine, wie jetzt zum Beispiel die da und wir haben gewonnen. Let's go, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt es in die Kommentare rein, was ihr sehen wollt. Bis dann und ciao, ciao.